die goldenen 20er. Kabarett, Shampoos, Party, pralles Leben. Dafür sind sie bekannt. Doch wie haben die einfachen Menschen damals gelebt und gewohnt? In den Arbeiterwohnungen waren die 20er nicht ganz so golden. Wow, das ist aber wirklich ganz schön eng hier in der Bude, ha? Ja, aber das war die Realität für viele arme Leute damals. Das war eine Wohnküche, da kam vielleicht noch ein kleines Zimmer dazu, kaum mehr als 20 Quadratmeter. Und das für Vater, Mutter und mehrere Kinder. Und der Mann muss es wissen. Herr Kehler aus Hamburg ist nämlich Architekturhistoriker, Spezialgebiet Wohnen im 20. Jahrhundert. Welche Leute haben denn nun wirklich auf dem engen Raum wohnen müssen? Das waren die armen Leute, es war ein großer Teil der Arbeiterklasse. Und die Arbeiterklasse gab es damals richtig noch als gesellschaftliche Schicht. Und für die war Enge wirklich das Wohngefühl der Zeit. Es gab zwar auf der einen Seite in der Weimarer Verfassung das Recht auf Wohnung, das war festgeschrieben, übrigens anders als heute. Ja. Aber auf der anderen Seite gab es eine große Wohnungsnot. Und das ging so weit, dass so um 1929 herum 1 bis 1,5 Millionen Wohnungen fehlten. Die Weimarer Republik steht unter keinem guten Stern. Der Hitlerputsch und die Inflation. Dann der Schwarze Freitag, der weltweite Börsencrash. Die Arbeitslosigkeit wird bis 1932 auf fast 6 Millionen ansteigen. Hier lebte eine ganze Familie. Da war die Küche, da war das Wohnzimmer, da war das Kinderzimmer. Die Kinder spielten hier. Und wenn es den Leuten ganz schlecht ging, alles, dann musste man sogar in der Küche schlafen. Alles in einem Raum, Tag ein, Tag aus. Alles in einem Raum, Tag ein, Tag aus. Es war natürlich dann die Extremsituation nach unten. Die meisten Arbeiter hatten noch die sogenannte gute Stube dazu. Nur in Extremsituationen, wenn der Vater seine Arbeit verlor, natürlich gab es damals auch eine hohe Arbeitslosigkeit, dann musste die untervermietet werden. Das heißt, das eine Zimmer ging dann noch mal weg an die nächste Familie. Genau. Wer ist jetzt der freundliche junge Mann hier? Das ist ein sogenannter Schlafbursche, ein Schlafgänger. In den ärmsten Familien kam das auch in den 20er Jahren noch vor, dass man einfach nur sein Bett für eine Arbeitsschicht sozusagen vermietet hat. Moment mal, die haben sich das Bett geteilt in verschiedenen Schichten? Vater arbeitslos, Mutter arbeitslos, da war wirtschaftliche Not. Unterstützung gab es nicht viel, ich rechne Ihnen das mal vor. Dankeschön. Also wollen wir mal sehen. Hier haben wir den Wochenverdienst eines Arbeiters. Das war so zwischen 30 und 45 Mark netto. Davon gingen ungefähr 10 Mark für die Miete, Stube, Küche hier weg. Dann kamen noch Gas und Heizung dazu. Also ist ungefähr ein Drittel bis ein Viertel geht da etwa weg. Das ist noch relativ normal. Das zahlt man heute auch etwa so für Miete. Aber wenn dieser Arbeiter arbeitslos war, dann kriegte er nur eine relativ geringe Arbeitslosenunterstützung von heute. Und wenn man weiß, dass also ein Kilo Rindfleisch zum Beispiel 2 Mark alleine kostete, dann konnte man sich so etwas nur am Sonntag leisten, wenn überhaupt. Dann mussten die Kinder auch früh mitarbeiten und Zeitungen austragen oder ähnliches. Und das Geld kam in die Haushaltskasse. Da gab es kein privates Taschengeld oder sowas. Wenn wir sagen, also 1 bis 1,5 Millionen Wohnungen fehlen, dann reden wir über 5 bis 10 Millionen Leute, die tatsächlich eine Wohnung auch suchten. Wohnungsnot und untervermietete Betten. Es gibt Berichte, dass bei äußerster Geldnot Zimmer einfach mit einem Kreidestrich geteilt wurden. Eine zweite Familie zog ein. Dieser Strich war die Demarkationslinie. Die Wohnung ist ein Dach über dem Kopf, aber kaum mehr. Kein Platz, um sich zurückzuziehen, kein Platz für Privatsphäre. Wollen die Kinder spielen? Dann müssen sie halt raus, auf den Hof oder die Straße. Geht mal raus spielen. Also die Kinder auf dem Hof, die Hausfrau weiter im Haushalt. Aber der Vater, der hatte natürlich auch noch einen Rückzugsort. Kommen Sie mal mit, zeichnen. Das ist immer nett hier. Die Kneipe ist das verlängerte Wohnzimmer des einfachen Mannes. Was das Heim nicht leisten kann, leistet der Biertresen. Einfach mal seine Ruhe haben.
Sagen Sie, hatten die denn überhaupt Kohle genug, um da abends in die Kneipe zu gehen? Na, das hatten sie natürlich nicht. Die kriegten wöchentlich ihren Lohn ausgezahlt, das war am Freitag. Und dann hatten sie Zeit, in die Kneipe zu gehen. Und wollten das auch gerne machen. Nur Alkoholismus war natürlich ein großes Problem. Oft standen die Frauen schon am Fabriktor und fingen ihre Männer ab, damit sie nicht gleich den ganzen Wochenlohn versoffen. Oha. Prost. Prost. Jetzt haben wir so viel über Essen und über Trinken geredet. Wie sah es denn eigentlich mit den Aborten und mit den Pissoirs aus? Naja, also in den mehrgeschossigen Häusern der Gründerzeit gab es natürlich schon Wasserklosetts. Aber die anderen mussten ins Plumpsklo auf dem Hof gehen. Vom Abwasser zum Frischwasser. Elende Schlepperei. Wie sieht's denn eigentlich mal mit fließend Wasser aus? Naja, in den gründerzeitlichen Häusern, und das waren ja die in den 20er Jahren, da gab es natürlich schon fließendes Wasser in der Küche. Eine Wasserstelle, eine Zapfstelle. Aber es gab das andere natürlich auch auf dem Land sowieso, aber auch in den älteren Häusern, dass man also da die Pumpe auf dem Hof hatte. Und baden, oh, ist noch kalt, wie oft in der Woche? Die haben einmal in der Woche gebadet, am Sonnabend, um sich auf das Wochenende, auf den Sonntag vorzubereiten. Und zwar alle in derselben Wanne, alle im selben Wasser. Und zwar in so einer kleinen Stehbadewanne, in der man sich von oben bis unten abseifte, anstatt also da tief reinzusinken, wie das heute üblich ist. Apropos eingebautes Bad, die Woche über war das wohl das eingebaute Bad, oder? Das war das für die Katzenwäsche, wo der Vater sich abends und morgens die Hände wusch und das Gesicht, und das war's dann eigentlich auch. Die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal. Eisschränke kennen die einfachen Haushalte nicht. Vier und mehr Menschen auf wenigen Quadratmetern. Ungesundes Raumklima sorgt für massenhafte Tuberkulosefälle. Mangelernährung und schlechte Luft erzeugen Rachitis. Licht, Platz, Sauberkeit, sprich gescheite sanitäre Verhältnisse. Davon konnten die Leute hier in diesen Hütten wirklich nur träumen. Aber auf der anderen Seite, auch schon in den 1920er Jahren hat sich sowas wie sozialer Wohnungsbau entwickelt. Lassen Sie uns nach Celle gehen. Da haben Arbeiter schon viel vernünftiger gewohnt.